So, hallo zusammen, wieder willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch mal kurz erklären, weshalb es in letzter Zeit relativ wenig Videos gab von mir, und zwar, weil ich gerade umbaue. Ich habe mir ein neues YouTube-Studio und Arbeitsstudio eingerichtet. Das möchte ich euch heute mal ganz kurz zeigen. Wir gehen mal kurz ein Stück zurück und sehen meinen neuen Arbeitstisch mit allen Geräten, die ich brauche. Ich habe es euch schon mal in einem anderen Video erklärt, und zwar einmal meine Lötstation mit Lötkolben, ein bisschen. Ich sag mal, Cutter, Reinigung, ein kleiner Mülleimer, Lötspitzen, dann hier diverse Kabel, was man halt eben so braucht. Mein Flussmittel, meine neue Powerstation, Labornetzteil, mein Messgerät, meine selbstgebaute Lötstaub- oder Lötdampfabsaugung, natürlich mein Mikroskop, das Wichtigste von allen, meine coole Matte, der Tech-TV, echt cool. Dann, was haben wir noch hier oben? Mein neues Equipment. Hier kommt noch ein Arm zur Aufnahme. Ihr seht, ich habe ein neues Mikrofon, eine neue Kamera, eine Sony ZV-1. Das wird die Qualität hoffentlich etwas verbessern. Genau, was haben wir noch? Dann hier drüben. Hier wird gecuttet. Hier werden die Videos geschnitten, produziert, hochgeladen. Kommt noch ein zweiter Bildschirm hier, ja, der schon bestellt, sollte morgen kommen. Den seht ihr dann vielleicht auch mal, dann sehe ich auch, was ich mache. Dann haben wir hier drüben meinen kleinen Arbeitsvorrat an PSPs, die noch zu reparieren sind. Ihr seht, es ist doch einiges zu tun. Dann hier Ersatzteile sortiert. Hier sind auch noch PSPs. Laufwerke, Ersatzteile. Hier sind Cases drin. Hier sind noch Ersatzteile. Hier sind Ersatzteile. Hier sind alles Mögliche, was man so noch braucht, wie USB-Ports, ein Batterieschweißgerät und so weiter und so fort. Genau, hier unten ist noch Kleinkram, zeige ich euch jetzt mal nicht. Aber ansonsten ist das hier mein neuer Bereich, mit dem ich jetzt meine neuen Videos für euch produziere. Genau, deswegen bleibt immer schon dabei. Lasst mir gerne ein Abo da. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann kommt demnächst wieder hoffentlich in einer regelmäßigeren Abfolge was. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, ciao.